Fehler, die du im Webinar unbedingt vermeiden solltest. Ich weiß. Ganz oft heißt es, ich habe das noch nicht oft gemacht. Wir machen das heute zum ersten Mal. Ich probiere das noch aus. Ich weiß nicht so genau, wie das geht. Alles kein Problem. Deine Teilnehmer verzeihen dir ziemlich viel und das ist auch okay und jeder fängt mal irgendwo an. Aber diese vier Fehler machst du gar nicht erst, weil ich sie dir jetzt verrate und du dran denken kannst, sie einfach zu umgehen. Mein Name ist Gwendolin und du bist hier richtig, wenn du Strategien und Tools für dein Business kennenlernen möchtest, um dein Business auch online zu führen oder vielleicht ausschließlich online zu führen. Das obliegt deiner eigenen Wahl. Genau, und denk dran, diesen Kanal zu abonnieren, dann verpasst du kein weiteres Video mehr. Und wenn es dir gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch, also ein Like von dir. Kommentare, Fragen, Anregungen, bitte alles in die Kommentare. Da bin ich gespannt, vielleicht kommen wir in den Austausch. Okay, jetzt wollen wir aber zu den Fehlern kommen. Und zwar Fehler Nummer 1 sieht folgendermaßen aus. Guck einfach hin. Du siehst also deinen Gastgeber des Webinars irgendwo hingucken, vermutlich auf ihren oder seinen Bildschirm. Und dann geht der Kopf noch mal ein bisschen tiefer, da wird etwas geschrieben, dann wird wieder geguckt, dann wird rumgesucht auf dem Bildschirm. Ja, so läuft's. Merkst du was? Dein Gastgeber hat dich völlig vergessen. Das heißt, wenn du der Gastgeber bist, sprich mit der Kamera. Weil die Kamera ist nicht nur dein Freund oder deine Freundin, die Kamera ist vor allem dein Fenster zu deinen Teilnehmerinnen. Also, wenn du nicht mit der Kamera sprichst, dann fühlen die sich nicht mehr angesprochen. Du hast es gerade von mir demonstriert bekommen. Das heißt also, ich rede hier fröhlich mit mir selbst und gucke mir mein eigenes Webinar an, habe aber ganz vergessen, dass am anderen Ende auch Menschen sitzen. Und das könnte ich vielleicht für ein Video machen. Selbst da würdest du dich nicht angesprochen fühlen. Aber in einem Webinar ist das quasi eine Todsünde. Also, guck in die Kamera. Das heißt nicht, dass du nicht auch mal runtergucken darfst. Natürlich darfst du runtergucken, du darfst auch mal was schreiben. Aber dabei immer wieder hochgucken. Die meiste Zeit solltest du hochgucken und nicht da unten irgendwas suchen. Genau. Dann kommen wir zu Fehler Nummer 2. Fehler Nummer 2 ist folgendermaßen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe hier keinen Text, aber es klingt ungefähr so. Das ist schon die fortgeschrittene Version. Heißt so viel wie, hier sehen Sie jetzt folgende Folie. Wir haben da die Ergebnisse zusammengetragen. Im letzten Quartal war Folgendes zu sehen. Wir werden da die Zielvereinbarung noch einmal überarbeiten müssen. Genau. Es ist monoton. Es ist langweilig. Es ist undynamisch. Es passiert überhaupt nichts. Wenn du am anderen Ende sitzt, so wie jetzt gerade, dann habe ich dich, glaube ich, in ungefähr, ich weiß nicht, wie lange es dauert, spätestens 5 Minuten eingeschläfert, wenn ich die ganze Zeit so rede. Dieses Monotone in einer Geschwindigkeit. Und da ist die Lösung, nutze deine Stimme. Denn deine Stimme kann lauter reden, kann leiser reden, schneller reden, langsamer reden. Da geht so viel und du kannst Dynamik in deine Präsentation bringen, in dein Webinar und deine Teilnehmer mitnehmen. Weil ich meine, warum solltest du mir zuhören, wenn ich selber schon total gelangweilt von meinen eigenen Texten bin? Das funktioniert nicht, das hat noch nie funktioniert, das funktioniert auch in einem Live-Seminar nicht. Also bitte, hier ist es nochmal schlimmer, weil deine Teilnehmer am anderen Ende, nämlich im Zweifel anfangen, ihr Büro aufzuräumen oder irgendwas, sie hören dich ja fröhlich, monoton weiterreden. Und das möchtest du vermeiden. Genau, dann kommen wir zu Fehler Nummer 3. Fehler Nummer 3 ist ungefähr so. Nein, ich war kein Standbild, das sollte schon so sein, aber du hast es gesehen, wenn ich die ganze Zeit da sitze und mich nicht bewege, dann bist du auch ungefähr in kürzester Zeit super gelangweilt. Also das dauert nicht lange, weil du einfach das Gefühl hast, da passiert gar nichts. Das Auge braucht gerade in solchen Online-Meetings oder Webinaren Bewegung. Das heißt, wenn Menschen sich da nicht bewegen und Standbilder haben, dann wird es super schnell langweilig und man schaltet automatisch ab. Das habe nicht ich mir ausgedacht, da gibt es Untersuchungen drüber. Du musst was machen. Das heißt, du zeigst was. Du guckst vielleicht runter, guckst wieder hoch. Du erklärst etwas. Du sprichst mit deinen Teilnehmern. Du bindest sie auch ein. Du vergisst sie nicht auf der anderen Seite. Du fragst zum Beispiel was und bittest dann die Teilnehmer in dem Chat zu antworten. Oder du fragst etwas und schaltest den einen oder anderen Teilnehmer live dazu. Das kannst du dir aussuchen, je nachdem, wie dein Webinar aussieht. Aber
Du bewegst dich. Es ist etwas auf deinem Bildschirm zu sehen. Wenn du selber gerade nicht zu sehen bist, dann sieht man vielleicht Folien oder irgendeine Art der Präsentation, wie auch immer das aussieht, Bilder, keine Ahnung, da gibt es viele Möglichkeiten, aber auch diese wechseln häufig. Es ist eine Todsünde, auch da wieder ein Standbild zu zeigen, weil, wie gesagt, die Teilnehmer langweilen sich, da passiert nichts, da sitzt man und wartet, ob nochmal irgendwas anderes kommt und schaltet bei dem Gerede schon mal ab. Und dann haben wir noch Fehler Nummer 4. Fehler Nummer 4 ist ganz furchtbar. Fehler Nummer 4 ist nämlich folgendes. Ich fange jetzt an, als Gastgeber oder als, wie gesagt, Referent, was auch immer ich hier bin, da meine Folien vorzulesen. Du bekommst also auf deinem Bildschirm meine Folie zu sehen und ich lese sie dir vor. Mal ganz ehrlich, Leute. Also es ist doch so, dass ich davon ausgehe, dass meine Teilnehmer in Webinaren, aber auch in Präsenzveranstaltungen lesen können. Die meisten können lesen und brauchen es nicht vorgelesen bekommen. Folien, die dicht beschrieben sind, wie Handouts und vorgelesen werden, sind sowieso eine Zumutung. Jetzt sind sie offline schon sehr, sehr anstrengend. Online neigt man dazu abzuschalten. Warum soll man da hingucken? Warum soll man überhaupt noch teilnehmen? Ich kann anfangen, hier schön rumzulaufen, mein Büro in der Zeit aufzuräumen, weil das redet da eh immer weiter und es dauert ja auch einen Moment, bis so eine Folie vorgelesen wurde. Bitte, bitte lies keine Folien vor. Du kannst gerne etwas auf deine Folie schreiben, das ist überhaupt kein Problem, aber dann erzähle, worum es geht. Erläutere, gib die Infos raus, stell Fragen dazu, auch da wieder arbeite mit deinen Teilnehmerinnen und nicht gegen sie. Also diese 4 Fehler solltest du unbedingt vermeiden und ich denke, es ist gar nicht so schwer, wenn du dir überlegst, wie gesagt, mit der Kamera zu sprechen, nichts vorzulesen, deine Stimme zu nutzen und ein wenig Bewegung ins Bild zu bringen, hast du eigentlich schon alles erreicht. Und man wird dir auch sagen, es war ein gutes Webinar, weil nämlich keiner das Gefühl hatte, am anderen Ende vergessen zu werden, also vergessen worden zu sein, so wäre die richtige Bezeichnung. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Informationen weiterhelfen und du probierst es beim nächsten Webinar direkt einfach mal aus und schaust mal oder du guckst einfach kritisch mal Webinare an, wie die so gehalten werden, weil da kann man viele, viele Fehler schnell sehen. Und ja, wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch, ein Abo hier lassen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!